Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der L728 in der Nähe von Hilchenbach verletzte sich eine 27-jährige Autofahrerin. Sie war in Richtung Brachthausen unterwegs gewesen und verlor in einer Linkskurve mit überhöhtem Tempo die Kontrolle über den Wagen und krachte in die Schutzplanke. Von dort prallte der Wagen ab, rutschte über die Fahrbahn und überschlug sich. Das Auto kam in einer Böschung zum Stillstand. Die 27-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und streute auslaufende Betriebsstoffe mit Mittelmitteln ab. Während der Rettungsmaßnahmen und der Bergung des Fahrzeugs musste die L728 voll gesperrt werden.